Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu den Videonachrichten vom 26. April 2020. Mein Name ist Andreas Unbehauen. Ich bin Herausgeber und leitender Redakteur vom Wochenblatt und wochenklick.de. Jetzt dürfen Sie wieder raus auf Ihre Weide. Die 50 Kühe vom Haselhof bei Pettensiedel. Jungbauer Julian Engelhardt hat sie das erste Mal in den Ostertagen wieder auf ihre frische grüne Weide geführt, wo sie sichtlich Spaß haben. Nun kommt sie also doch die Maskenpflicht. Ab Montag, den 27. April, müssen wir beim Einkaufen einen sogenannten Mund-Nasen-Schutz tragen. Gott sei Dank dürfen aber ab diesem Montag dann auch wieder viele kleine Geschäfte überhaupt aufmachen, weshalb wir diese kleine Einschränkung natürlich gerne in Kauf nehmen. Ebenfalls ab Montag kehren die ersten Schüler wieder in die Schulen zurück. Seit 6 Wochen nun waren die Schulen geschlossen und beginnend mit den Abschlussklassen der jeweiligen Schularten beginnt nun wieder langsam der Unterricht. Manch einer traute seinen Augen kaum, als er in den vergangenen Tagen die Preisschilder an den Tankstellen sah. Fiel doch der Preis für Diesel tatsächlich unter 1 Euro. Ein Wunschtraum vieler Autofahrer, möchte man meinen. Aber ganz ehrlich, die Begleitumstände, die zu solchen Spritpreisen führten, sind ein hoher Preis, den wir bezahlen müssen. Die besonderen Umstände der vergangenen Wochen führen dazu, dass man manchmal etwas vergisst, in welcher Zeit wir eigentlich leben. Es fehlen einfach die Ankerpunkte im Jahr, wie beispielsweise die Kirschblütenfeste, die sonst zu dieser Zeit längst gewesen sind. Am kommenden Freitag wären wir sicher gerne beim Jazzfrühshoppen am Lokshoppen in Eschenau gesessen und hätten weitere Feste besucht und in unserem Wochenblatt gerne für Sie darüber berichtet. Fällt alles aus. Wenn man natürlich viel davon spricht, dass das Oktoberfest abgesagt wird oder dass die Bergkirchweih in Erlangen jetzt natürlich auch abgesagt wurde, erreicht uns in dieser Woche jetzt auch die offizielle Absage des Heroldsberger Straßenfestes, des Festes in unserer Wochenblattregion, in unserem Wochenblattland mit den meisten Besuchern. Wir haben in unserem Wochenblatt eine neue Rubrik eingeführt. Ab der kommenden Ausgabe werden Sie das sehen. Wir möchten uns überlegen, woran wir uns gerne erinnern, was vor einem Jahr war, was wir jetzt natürlich vermissen und worauf wir uns hoffentlich schon bald auch wieder freuen dürfen. In der Osterausgabe des Wochenblatts hat die Händlerinitiative Vor Ort Handeln zur großen Ostereiersuche aufgerufen. Es waren insgesamt 22 Ostereier im Wochenblatt versteckt. Viele hundert Zuschriften haben wir bekommen, per E-Mail und per Post. Fast alle haben die richtige Zahl uns übermittelt. Somit musste das Los entscheiden und es konnten inzwischen die 13 Gewinner der Gutscheine ermittelt werden und die Gutscheine sind per Post schon unterwegs zu den Gewinnern. Herzlichen Dank für die Teilnahme und viel Spaß beim Shoppen dann in den Läden der Vororthandelgemeinschaft. Ein weiteres Gewinnspiel läuft noch bis kommenden Sonntag. Anlässlich des Tag des Bieres, der in der vergangenen Woche stattfand, haben uns wieder einige Brauereien aus dem Wochenblattland und um das Wochenblattland herum Kästen mit ihren frischen Bieren zur Verfügung gestellt, die wir gerne an Sie verlosen. Details hierzu finden Sie auf www.wochenklick.de. Da können Sie dann auch gleich an dem Gewinnspiel teilnehmen. Ja, das war's schon wieder für heute mit den Videonachrichten. Ich bedanke mich für die vielen positiven Rückmeldungen, die mich zu diesem Format in den vergangenen Wochen erreicht haben. Die machen Mut, hier an der Stelle weiterzufahren. Recht herzlichen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, eine kurze Arbeitswoche, denn am Freitag ist ja bereits 1. Mai, somit Tag der Arbeit, und wir haben ein langes Wochenende, das wir sicherlich nicht so genießen können in der Form, wie wir das in den vergangenen Jahren getan haben, aber ich wünsche Ihnen dennoch, dass Sie es in dem Rahmen der Möglichkeiten, die uns bleiben, genießen werden. Ganz zum Schluss dieser Videonachrichten möchten wir Ihnen noch einmal einen Zusammenschnitt vom Haselhof zeigen, von der lustigen Kuhherde der Familie Engelhardt. Machen Sie es gut, schöne Woche.
Es grüßt Sie, Ihr Andreas Unbehauen.